Für zum Teil erhebliche Verkehrsbehinderung hat die Bergung eines umgestürzten Gülletransporters am Mittwoch gesorgt. Gegen 12.45 Uhr war der Sattelauflieger eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens kurz vor der Ausfahrt aus dem Kreisel der L881 in Richtung Goldenstedt umgekippt. Dabei brach die Fahrbahndecke. Der 52-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Unterstützt von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Vechta pumpen Mitarbeiter der betroffenen Firma insgesamt 26.000 Liter Gülle auf den Ersatztankanhänger um. Umweltschäden blieben aus.